Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Soma. Wir haben gerade die Sicherheitscodes bekommen, mit denen wir dieses Dunbed-Fahrzeug kapern können. Und mit diesem Ding sind wir in der Lage, dem immensen Wasserdruck standzuhalten, der ja dort unten, wo die Arche sich gerade befindet, herrscht. Deswegen, ja. Okay, das Ding hängt da noch oben rum. Okay, muss ich hier irgendetwas machen? Das ist funktioniert nicht. Das funktioniert auch nicht. Okay, warum denn nicht? Kabel, okay. Muss ich... Ah, guck mal. Muss ich da einfach nur das Kabel reinstecken? Ha, tatsächlich. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Okay, das war jetzt eigentlich nur Zufall, dass ich das gesehen habe. Okay. Oh je. Auch nicht bereut, dass ich... Oh! Okay, Systeme aktiv. Führe Tests durch. Alter, du bewegst dich zu viel. Alle Systeme okay. Wirklich? Bereite Abkoppeln vor. Bereit zum Abkoppeln. Yay. Na dann. Runter mit dir. Alter. Alter. Junge. Euer Scheiß Ernst, was ist denn jetzt passiert? What the fuck? Das habe ich gar nicht kommen sehen. Alter! Was zum Fick? Ist hier gerade ein Monster drin? Oh, großer Gott, ey. Ja, geil. Da ist unsere Chance, zur Arche zu kommen, jetzt von alleine abgehauen, oder was? Ja, toll, ey. Was? Ich kann das schieben? Oh! Oh! Da oben ist ein Lüftungsschacht. Okay. Ich schätze mal, dann muss ich da als nächstes durch, oder? Ach ja, herrlich. Oh, super. Oh, sehr schön. Luftschacht-Action. Das ist immer das Beste in Horrorspielen. Ja. Jetzt tu nicht so überrascht, Simon. Dieses Loch hast du ja wohl gesehen, ja? Da hätte man sich auch abhangeln können oder so. Oder... rübersteigen wäre irgendwie auch möglich gewesen, oder? Naja. Was war das? War das vor mir? Ich hoffe, das ist die richtige Richtung hier, in die ich gerade krieche. Ich hoffe jetzt bloß nicht, dass ich irgendeinem Monster in die Arme krieche. Oh Gott. What the fuck? Ist das, soll das Licht sein? Ja, tatsächlich. Ja. So komisch ausgesehen. Okay. Ich habe Angst, dass irgendetwas gleich hinter mir auftaucht und mich durch die Lüftungsschächte jagt. Bitte nicht. Okay, raus, raus, raus. Ich will hier raus. Ich will hier einfach nur raus. Oh, in Horrorspielen bekomme ich in Lüftungsschächten einfach nur Klaustrophobie. Normalerweise habe ich das nicht, aber oh, holy shit. Ja. Catherine, ich bräuchte einen verdammten Plan B, weil gerade jetzt sind wir ziemlich gefickt. Unsere einzige Chance, zur Arche zu kommen, hat sich gerade selbstständig gemacht. Huh? Wait, this isn't... Oh no! Wow got to the Dunbat before we did, am I right? Well, it was talking. That's rarely a good sign. Damn it. The Dunbat was our best shot. I was really banking on this to work. Come on, we can't quit now. There's gotta be another way. How do you think you did it? How did the team get the Ark down the Abyss in the first place? If they didn't use the Dunbat, the only other way would be the climber at Omicron. It's like an elevator which supposedly reaches all the way down into the Abyss. Okay, so we do that. We go to Omicron and take the elevator. Yeah. Okay. Sure.
We'll just head over to Omicron and hope there's a power suit that fits you. You know, so you don't implode while in the abyss. That does sound useful. All right, let's go then. Yay. Wait, what is this place? Seems to be a lot of information on the Ark here. There's a prototype and everything. Okay. Oh. Let's start it up. I want to see how it works. Maybe we can figure out how to get on the Ark. Das wäre zugegebenermaßen eine nützliche Information. How difficult could it be? Hehehe. Hast du das gerade wirklich gefragt? So, was haben wir denn hier? Ich hoffe, ich muss mir das nicht merken. Das kriege ich garantiert nicht hin. Ich werde es mir gleich vorsichtshalber mal aufschreiben, aber ich hoffe, ich werde es nicht brauchen müssen. Arche mit Signalgeber vorbereiten. Ach, Quatsch, Moment. Vielleicht ist da noch was. Ne, ist nichts hinter. Powerpacks, Akkus, Werkzeuge, FST-Kit, zusätzlicher Sauerstoff, P2-Genehmigungen. Aha. Wow, that's so cool. It's the whole gang. A crew photo? Really? Who are you saving this for? The world was dead. Thanks, Simon. Ouch. I thought being an asshole wasn't invented until the 22nd century. Now I know better. Ja. Naja, er ist ein herumlaufender Anzug. Von daher, einige Gefühle sind da wohl nicht in der Verpackung mit drinne. That's Phi, all right. Quick stop at Omicron, then Tau, then Phi. Let's do it. Yay, noch mehr Zwischenstationen. Super. Oder? Nee. Wir können von Theta direkt nach Omicron. Shuttle to Omicron. Ja, sollte doch möglich sein. Und von dort aus dahin, Access Tunnel to Phi Launch Arc. Ja, alles klar. Was haben wir hier? Heimatsu Kampfanzüge, ordnungsgemäße Benutzung für Ihre Sicherheit und die Ihrer Kollegen. Erstens, legen Sie den Neopren-Unterzieher und Körperharness an. Zweitens, prüfen Sie den HKA auf jegliche optische Schäden. Drittens, befestigen Sie nun alle Teile an Ihrem Harness. Beginnen Sie mit den Beinen und arbeiten Sie sich nach oben vor, wobei Sie alle Teile ineinander einrasten lassen. Lassen Sie sich beim Rückenteil und beim Oberkörper von einem Kollegen helfen. Ah, pff, verbraucht Kollegen, ich bin ein erwachsener Mann oder Roboter in diesem Falle. Ich krieg das schon alleine hin. Ich bin unabhängig. Viertens, drücken Sie auf die Schaltfläche Sichern auf Ihrem Armstück. Nun sollten Sie hören, wie sich der Kampfanzug selbst schließt. Das hört sich überhaupt nicht gut an. Ernsthaft. Wenn dieses Ding sich von selbst schließt. Ey, nicht, dass bevor wir in dieses Teil reinkommen, dieser Wow-Virus in den Kampfanzug reinkommt. Und dann sind wir quasi in einem Anzug drin, der auch noch ein Eigenleben hat und dann, ja, ne, hoffentlich, ne, will ich mir gar nicht erst vorstellen. Egal, weiter. Der Kampfanzug wird nun mit dem Druckausgleich beginnen und dazu auf den Sauerstofftank zugreifen. Sechstens, sollte sich der Kampfanzug nicht selbst versiegeln, spannen Sie die Stoßdämpfer an und probieren Sie es erneut. Unternehmen Sie keinen Reparaturversuch, sollte es immer noch nicht funktionieren, sondern wenden Sie sich an die Wartungsabteilung. Anmerkung, die HKA ist äußerst schwer, was aber ausgeglichen wird. Tatsächlich werden Sie mehr Kraft haben, als Ihnen bewusst sein wird. Seien Sie vorsichtig. Es gelten die Regeln der Standardausbildung. Halten Sie nicht den Atem an, bleiben Sie nicht zu lange draußen, tauchen Sie nicht zu tief und tauchen Sie nicht mit defekter Rüstung. Hey, warum habe ich das Gefühl, dass mir all diese Sachen auf einmal passieren werden? Okay, wo genau ist jetzt diese... What's this thing? That's just a compound examiner. Coster uses it to investigate structural integrity and payload frameworks. Of course. Could you fit inside it? If I knew what you were made of, it would be a hell of a lot easier to figure out how to get you on the Ark. I'll give it a try. Meinst du wirklich? Musst du nicht einfach nur ein Kabel in meinen Kopf stecken und mich einfach in die Arche saugen? Reicht das nicht? Du musst wissen, woraus ich gemacht bin? Oder meinst du, woraus mein Gehirnscan gemacht ist? Ich habe irgendwie das Gefühl, dass sich Catherine irgendwann gegen uns wenden könnte, im schlimmsten Falle. Ich habe da, ehrlich gesagt, immer mehr so meine Bedenken. Ich weiß nicht, woher das kommt, aber ich habe irgendwie... Can you reach the on-switch? Oh, ein sehr schön pixeliges Licht. Da sieht man so schön diese berühmte Treppchenbildung, ne? Wo man die Pixel einzählen kann. Okay, ne,
Should I be worried about radiation? I think we're beyond that. Interesting. You seem to be one with the diving suit you're wearing. Everything's meshed together. Okay. How's that gonna work with the suit we're picking up at Omicron? I think they're bigger. You should be able to wear them both. Yay! Zwei Anzüge zum Preis von einem! Who's that? It looks like the basis for your body is one of my old colleagues. A standard Cortex chip for robots, including the data reader and the Ocutorch, has just been forced through the skull. What? Structure gel has fused the whole construction together. Amazing stuff. No, hold on, back up. I'm one of your old colleagues? Well, your body is. Imogen Reed. That's disgusting. Ew. Hey, don't say that. She was nice to me. Das ist alles, was du zu ihr sagen kannst. That means we can transfer your mind to the Ark with a pilot seat. Kath, I'm half a dead person. Yes, it makes sense. Irgendwie ekelhaft. All those simplistic minds we've run into? Just reviving a dead person doesn't seem to work that well. A robot body seems to make people a bit unreliable. You are the best of both worlds. A sound mind and a sound body. Beruhigt mich in keinster Weise. Sort of. I understand the concept, but I don't know the specifics. I really wish we could figure out how the scan data is formulated and processed. Ah, geil, also stinke ich hier die ganze Zeit vor mir hin. Super. Das nächste Mal, wenn mich ein Monster angreift, dann werde ich einfach ein Loch in meinen Anzug machen und der Verwesungsgestank wird's vertreiben, oder? Ich bin mir sicher, oder? Wird doch bestimmt so sein. Kein angeschlossenes Gerät. Catherine. Ah, Moment. Erstmal ins Terminal hier setzen. Was gibt's denn hier Schönes? Dokumente, meine Entscheidung. Ich habe mich entschlossen, die Arche mit den vorliegenden Scans abzuschließen. Tut mir leid für alle von euch, die auch mitgehen wollten, aber vor der Aussetzung des Projekts... für alle, von die auch mitgehen wollten, aber vor der Aussetzung des Projekts keine Chance mehr bekamen, sich scannen zu lassen. Irgendein Wort in dem Satz stimmt nicht. Es ist schon 2 Monate her, seit ich den letzten Scan hinzugefügt habe und ich sehe keine Möglichkeit, wieder eine solche Unterstützung bei euch zu finden, wie ihr sie mir beim Start des Projekts gegeben habt. Tut mir leid, ich wollte zu keinem Zeitpunkt, dass sich jemand das Leben nimmt. Niemals wollte ich irgendjemanden hinters Licht führen. Ich wollte nur etwas retten, mehr wollte ich nicht. Dr. Catherine Chun. Was noch zu tun ist, Interface-Modul anwenden, Arche-Kapsel versiegeln, Genehmigung von 4Q einholen, Evashkin, Lindwall, Peterson und Hill instruieren, mit dem Shuttle nach Omicron fahren, Kampfanzüge abholen, mit der Anzugsplattform in den Abgrund fahren, Reorganisation bei Tau, Aufbruch zum Startplatz, Laden des Geschosses, Starten der Arche. Ui. Gibt ein richtiges Geschoss dafür? Wo? Naja, ich denke mal, die werden nicht einfach mal so eine Datenbank ins All schießen. Einfach so. Klar, muss ja in irgendwas verpackt sein. Arche Verhaltensstudie. Arche Einstellungsumfrage. Bitte füllen Sie diese kurze Umfrage aus, damit wir die Personalmeinung beurteilen können. Oje. Kürzlich wurde beschlossen, dass das Arche-Projekt die letzte offizielle Handlung von Pathos 2 sein würde. Trotz des katastrophalen Zustands der Erde wurde das Personal dazu gedrängt, mit ihren Pflichten fortzufahren. Ich denke, das Arche-Projekt ist der logischste Schritt in Richtung der Rettung der Menschheit und dass wir darauf so viel Zeit und Ressourcen wie nötig verwenden sollten. Ja, nicht uneingeschränkt zustimmen, aber schon zustimmen. Um an Bord zu gehen, muss jeder Passagier mit Hilfe eines Pilotensitzes mit elektromagnetischer Strahlung geflutet werden. Man weiß, dass die Scan-Sessions Übelkeit und Kopfschmerzen verursachen, was manchmal bis zu 3 Tage lang anhalten kann. Ich finde, vorübergehendes körperliches Unbehagen, egal wie schlimm es ist, ist ein kleiner Preis für die Rettung der Menschheit. Ja, solange es sich nicht auf mehr... solange es nur dabei... bleibt bei den bisschen Kopfschmerzen. Die Arche wurde so konzipiert, dass sie in eine Ranger MK-7 Sonde passt und demnach mit der Omega Weltraumkanone in den Weltraum geschossen werden könnte. Technisch gesehen könnte sie dort tausende Jahre überdauern und vom Licht unserer Sonne und dem entfernter Sterne gespeist werden. Ich finde, die Arche sollte die Erde verlassen und in den Weltraum geschossen werden. Ja klar, weil wenn sie... keine Ahnung. Ich meine, im Weltraum, keine Ahnung, was dort darauf zukommen könnte, also auf die Arche, aber auf der Erde würde sie ja nur versauern oder im schlimmsten Fall auch mit der Erde untergehen, wenn der Komet eintrifft. Von daher, ja.
Die Digitalisierung der Menschheit ist eine Gelegenheit für einen Quantensprung in unserer eigenen Evolution. Die Leute innerhalb der Arche müssen aus existierendem Gencode geschaffen werden, können aber zum Vornehmen kosmetischer Veränderungen, Verhindern von Alterungen oder sogar zur Vermeidung von Todesfällen modifiziert werden. Ich glaube, wir riskieren den Verlust unserer Menschlichkeit, wenn wir uns Krankheiten und Sterblichkeit entledigen würden. Also, nicht nur das. Es geht mir dabei weniger um Krankheiten und Sterblichkeit. Es geht viel eher um den Gedanken, welchen Nutzen hat es dem... Ich meine, klar, man hat sein Gehirn quasi kopiert. Und dieses Ich, das gescannt wurde zu diesem Zeitpunkt, wacht dann irgendwann wieder auf. Das Problem ist, was bringt es einem? Also wir sind ja wohl kaum in der Lage, uns auf der Arche wieder zu reproduzieren. Wir sind ja nicht in der Lage, die Menschheit von einem Datenträger aus wieder aufzubauen. Das geht einfach nicht. Was ist hier der größere Gedanke dahinter, frage ich mich wirklich. Klar, unsere Gehirnscans überleben. Also ein gewisser Teil von einem selbst wird weiter existieren. Aber diejenigen, die halt auf der Erde zurückbleiben, ne, denen bringt es dann ja auch ehrlich gesagt nicht allzu viel. Ich weiß nicht, das, vielleicht habe ich auch ein gewisses Detail hier übersehen, weswegen sich mir das Ganze nicht ganz so sehr erschließt. Mittlerweile leben nur noch 58 Menschen, die in der Arche gespeichert werden können. Eine Möglichkeit zur Diversifizierung und Erweiterung der Bevölkerung wäre die Entführung künstlicher Intelligenzen, die in jedem Aspekt menschlich wirken würden, wenngleich mit kindlichen und naiven Empfinden ausgestattet. Im Zuge der weiteren Erforschung der Natur der Intelligenz könnten wir in der Zukunft eine Möglichkeit finden, sie noch klüger zu machen. Ich glaube, unsere Gesellschaft würde selbst von einer minderwertigen Gruppe künstlicher Menschen profitieren. Nein, KI, nein, nein, keine KI. Auch wenn sie so nett sein könnte, nee, ehrlich gesagt nein. Jede KI, die, sei sie auch noch so unschuldig, finde ich, könnte irgendwann komplett verrückt werden, reißt sich dann die komplette Welt unter den Nagel und dann hat man noch mehr Probleme. Okay, Arche-Zustimmung 12%, Ewigkeit zwischen den Sternen und 68%, minderwertige Gefährten 32%, von nichts kommt nichts 46% und künstliche Evolution 32%. Also wir haben meistens tatsächlich im Sinne der Mehrheit reagiert. Also sind diese Prozentzahlen random? Also sind die zufällig generiert worden oder sind das tatsächliche Online-Daten, sage ich jetzt mal, von den anderen Leuten, die Soma gespielt haben. Dass es quasi so ist wie bei Telltale, dass man eben sieht, so und so viel Prozent haben sich dafür entschieden. Das würde ich jetzt echt gerne wissen. Keine Ahnung. So, Catherine? Ich würde gerne wissen, wie. Ach so, einfach wieder Kabel einsetzen. Okay. Reicht dir das oder muss noch was gemacht werden? Ach, hier ist die Simulation. Ah. Systemspeicherfeld. Neukonfiguration der Simulation ist erforderlich. Okay. Speicherdefekt erkannt. Bitte Speicherbedarf reduzieren. Okay, wir machen mal Soma-Hamm weg, glaube ich. Gut, Fluss, See. Ich versuche das jetzt einfach mal so sehr zu reduzieren, dass der Speicher nicht überlastet ist. Physik weich. So. Ist das okay? Hallo? Simbase required type Soma. Oh. Okay, also das. Also Soma wird benötigt. Kann ich das rausnehmen? Hä? Ich verstehe gerade ehrlich gesagt nicht, was der von mir will. Soll ich das noch weiter reduzieren? Was passiert, wenn ich einfach alles ausmache? So. Physik. Atmos. Interface Scan. Hitze. Schmutz, schätze ich. Bank. Boot. Fluss, Stuhl, Hütte, See, Sonne, Mittag. Ah. Was genau soll ich hier machen? Ich raffe ehrlich gesagt gar nichts.
Ich muss dafür sorgen, dass nichts mehr da rot leuchtet, oder wie? Okay. Okay, Licht und Wasser werden benötigt, wie es aussieht. Bank nicht. Das wird benötigt. Soma, das wird benötigt. Okay. Das wird benötigt. Okay, da darf einfach nichts drin sein. Schätze ich. Ja, aber jetzt habe ich... Jetzt habe ich ja schon alles ausprobiert. Das Einzige, was ich noch ausprobieren könnte, wäre da unten vielleicht Wald ausschalten. Das nimmt ja auch eine Menge ein, aber das... Da komme ich ja nicht ran an die Option, ist das Problem. Wie könnte ich da unten rankommen? An diese Szenen. Würde ich echt gerne wissen. Ebenen Gras. Muss ich das vielleicht irgendwo finden? Damit ich zu Gras wechseln kann? Wie viel leichter ist denn Gras? 29. Ja, ich brauche mehr als 29. Kann ich hier noch was machen? Oh, vielleicht kann ich hier das Kabel noch irgendwo reinstecken. Kann ich die Kabel überhaupt irgendwo reinpacken? Vielleicht muss ich die irgendwo reinstecken, von wo aus das Teil dann Zugriff hat auf andere Dinge, schätze ich. Frage ist jetzt nur, wo stecke ich das genau rein? Verdammt. Hier vielleicht? Ist hier irgendwas? Nein. Gott verdammt. Ah, Catherine, warum musst du unbedingt dieser Simulation starten wollen? Wir können doch jetzt einfach weitergehen, oder? Nur weil du so neugierig bist. Darn it. Okay, Leute, ich muss aber leider den Part an dieser Stelle beenden. Die Zeit ist schon um. Deswegen vielen Dank fürs Zusehen und wir sehen uns dann auf jeden Fall zum nächsten Part von Soma, wo wir hoffentlich diese Simulation zum Laufen kriegen können. Na dann, Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.